Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Überführungsfahrt und zwar in Transomworld 3. Heute befinden wir uns auf der Strecke zwischen Dresden und Tarant, beziehungsweise auch als Tarant-Rampe bekannt. Und genau über die gleichnamige geht es heute mit dieser wunderschönen V60 von Rail Adventure und einem Doppelstock-Steuerwagen im Schlepptau. Wir fahren heute also eine Überführungsfahrt aus dem Bahnhof Tarant, besser gesagt aus dem Abstellbereich, den Güterbahnhofsgleisen, in Richtung Dresden und werden dazu diese kleine V60 heute mal im Streckendienst benutzen. Und ich würde mal sagen, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, steigen wir direkt in die Lokomotive ein und fangen mal an, den Zug vorzubereiten bzw. ihn fertig zu machen. Ja, wir öffnen die Tür, steigen erstmal nochmal aus dem Fahrzeug genüsslich aus, am besten über den regulären Dienstweg bzw. den Weg, der uns eben über die Treppenstufen nach unten führt. Wir wollen heute eine Zugfahrt durchführen und deswegen würde ich ganz gerne ohne Rangierkupplung fahren wollen. Deswegen lösen wir hinten nochmal ganz kurz aus und gehen in die Lokomotive hoch und werden die ganz kurz mal ein Stückchen nach vorne bewegen. So. Dazu, übrigens nicht täuschen lassen, man hört hier zwar schon einen Motor, aber die Lokomotive ist noch gar nicht betriebsbereit. Wir sollten dazu erstmal den Hauptschalter auf einstellen. Zack. Dann leuchten hier auch die Lämpchen. Und dann möchten wir natürlich noch den Fahrstand aktivieren. Drücken hier einmal auf das Knöpfchen, verlegen den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung, halten den ganz kurz in der Stellung gedrückt, tasten etwas Leistung vor. So, Lokbremse auslösen bitte. Genau. So, wir hören schon die Motordrehzahl. Oh, die geht viel zu weit hoch. So weit wollte ich gar nicht weg. Aber ist auch okay. So, 2 Bar Bremszylinderdruck ist auch noch okay. Da bleibt noch kein Rad stehen. Da erzeugt es noch keinen Radstumpf. So, wir wollen ohne Rangierkupplung fahren. Deswegen wuchten wir einmal das schwere Gerät nach oben. Ich weiß gar nicht, können wir die Rangierkupplung auch aushängen in dem Spiel? Kupplung angehoben, die soll auch oben bleiben. Na, scheinbar nicht. Gut, dann wechseln wir noch einmal die Fahrtrichtung. Fahren wieder an den Wagen ran. Da sollte ja nichts stören, genau. So, eine Drittstufe hinaufsteigen und dann bitte hier. Ja, wir setzen uns mal hin, werden uns aber ans Fenster gleich begeben. Bremse lösen wir aus, Fenster machen wir auf. So. Rückwärtsfahrt eintasten und dann füllen, halten und dann das Füllen wieder herunter. Oh! Wieso? Gut. Jetzt hat... Schade. Jetzt hat die Steuerung hier nicht ganz so das gemacht, was ich wollte. War aber wahrscheinlich ein kleiner Bedienungsfehler. Ich wollte eigentlich die Leistung gar nicht so lange aufgeschaltet lassen. Die sollte schon längst wieder zurücklaufen. Aber na gut. So, jetzt sind wir wahrscheinlich ordentlich an den Wagen dran geplumpst. Genau, und haben uns dementsprechend auch wieder vom Fahrzeug weggedrückt. Wir drücken jetzt ein bisschen auf. So, Bremse auf 0,5 Bar ungefähr anlegen. So, jetzt ganz langsam Leistung aufschalten. So, jetzt sind wir schon am Puffer dran. Das haben wir gerade gehört. So, das reicht, das reicht, das reicht. Zack. Ja, lässt sich in echt etwas angenehmer machen, als es hier wieder eine Simulation ist. Das habe ich aber schon oft erwähnt. Hängt einfach damit zusammen, dass man Widerstände in den Bedienelementen halt nur ziemlich schwierig so simulieren kann, dass sich das gut bzw. ordentlich anfühlt. Und wir sehen jetzt mal zu, dass wir irgendwie den Wagen wieder angekuppelt bekommen. Das scheint jetzt so, als hätten wir gerade das Problem, dass wir die Kupplung gar nicht erreichen. Ups, da fliegt unsere Person von einer Seite zur anderen. Ich will auch gar nicht die Rangierkupplung benutzen, Kumpel. Ich will eigentlich nur den Wagen ankuppeln. Ja, die Bremsindikatoren an der Seite, die ignorieren wir bitte mal. Wir müssen doch irgendwie... Können wir... Ach, okay. Der kann scheinbar nur... Kann ich den nicht auch irgendwie eigentlich aushängen? Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Rangierkupplung nicht drin hängen würde. Machen wir es einfach so.
klicken, um abzukuppeln. Nein, 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 nein. So. Okay. Wir lassen es jetzt so angekuppelt und gut ist. Dann. Schaugläser sind beide auf grün. Das ist gut. Demnach ist da drin die Bremse nicht abgesperrt. So. Bremsauswahl. Wir können in P eigentlich fahren. R plus MG wird ein bisschen schwierig. So. Steuerventil abgesperrt. Was ist denn? Hä? Okay. Ja gut, ist in beiden Stellungen geöffnet. Dann machen wir das mal bitte so, dass wir den Schlaufengriff nach unten verlegen. Das ist etwas sicherer, falls der irgendwie während der Fahrt hin und her rutscht. So, wir gucken ganz kurz hinten in den Wagen rein, dass da wirklich auch alles in Ordnung ist. Nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt während der Fahrt. Die Bremse ist bitte einmal ganz kurz aufzuschließen. Wenn sie denn möchte. Jetzt. So, das passt soweit. Bremszylinder. Na, wieso sind da 5 Bar drin, ne? Okay, dann hängt das wahrscheinlich einfach damit zusammen, dass wir vorne gerade eingebremst haben. Ja. Fahrtrichtungswende brauchen wir eigentlich auch nicht. Hinten können wir eigentlich zumachen. Genau, sind wir hier fertig. Okay. Dann Türchen zu, damit die während der Fahrt nicht rumschlackert. Auch hier wieder langsam rausgegangen. So, Türen schließen. Zack. So, haben wir unser Dreilichtspitzensignal leuchtet. Wie schaut denn das eigentlich hinten aus? Leuchten da Zugschlussleuchten? Beziehungsweise haben wir da... Nee, auch keine Zugschlusstafeln gesteckt. Können wir die reinstecken? Nee, geht nicht. Das will ich jetzt nochmal ganz kurz gucken. Können wir an der Bedientafel... Bedienpult, das sieht doch gut aus. So, Zugschlussleuchten. Notbremse, Notbremse, Notbremse. Wagenbeleuchtung, nee, wollen wir eigentlich nicht. Dimmen wollen wir auch nicht. Ach cool, dass man das hier hinten alles auch noch steuern kann in TSW, das wusste ich gar nicht. So, ich weiß nicht, ob die das mit Zuglichter jetzt hier meinen, aber eigentlich sollte es das nicht sein. Die kann man auch einfach aufmachen. Das ist ja cool. Gut, aber die haben extra das Kabel da reingehangen, dass man da nicht durchkommt. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass es hier einfach jetzt nicht geht. Na? Ja, jetzt. Nee, da leuchtet nichts. Da leuchtet nichts. Ja, normalerweise Bremsprobe etc. Das hat aber der Wagenmeister schon alles gemacht. Das funktioniert soweit. Und dann wollen wir jetzt auch mal wirklich losfahren. Nicht nur die ganze Zeit um den heißen Brei drumherum quatschen, sondern das Fahrzeug in Bewegung setzen. So, einmal V60 heute. V60 Deluxe von Tharandt nach Dresden. Bremsen gehen bitte alle in Lösestellung. Der Fahrtrichtungswende geht in die Vorwärtsstellung. Die PZB würde ich auch ganz gerne aktivieren wollen mit Steuerung und Numpad Enter. Wir befinden uns aktuell in der unteren Zugart. Das kann eigentlich auch so bleiben. Oder stellen wir es um. Nee, komm. Untere Zugart lassen wir drin. Das passt so gut bei der V60. Dann, ganz wichtig noch. Gucken, welchen Gang wir hier drin haben. Wir haben den Streckengang drin. Wunderbar, das ist ja hier alles perfekt vorbereitet. Da würde ich sagen, schalten wir Leistung auf. Die Ausfahrt steht schon längst. Und dann kann es losgehen. So, einmal hoffentlich in Nonstop von Tharandt nach Dresden über die wunderschöne und allseits bekannte Rampe. So, PZB, mach mal einmal frei. Die Ausfahrt aus Tharandt erfolgt mit 60. Genau. Ganz kurz noch gucken. Ach, das könnte sein. Wenn wir die Zugschlussleuchten... Motorlicht, Netzschalter... Ja, alles okay. Wir gucken gleich mal noch, ob wir die Zugschlussleuchten einschalten können. Es kann sein, dass das Spiel nämlich die Zugschlussleuchten am Wagen über die Lokomotive verwaltet. Auch wenn hier jetzt keine Steuerleitungen oder irgendwas stecken. Es ist möglich, dass die Simulatorlogik das, naja, ein bisschen anders auffasst.
Deswegen probieren wir das gleich mal noch aus. Die Ausfahrt, wie schon angekündigt, mit 60 aus der Rand. Das Fensterchen können wir uns eigentlich auch mal aufmachen. Achso, das ist schon offen. So, Kopf mal rausstecken. Ja, wir machen es jetzt bei etwas höheren Geschwindigkeiten. Mal eine Rollprobe. Auch wenn wir schon ziemlich lange unterwegs sind. Ja, das passt so. Der Zug wird schneller. Sollte er auch werden, wenn er ungebremst ist. So, und was wollte ich mir jetzt angucken? Die Beleuchtung hinten. Ja gut, das ist jetzt hier gar nicht so gekennzeichnet. Gut, dann erstmal 90 quittieren. Auch wenn wir hier, naja, wesentlich langsamer unterwegs sind. Der Zug wird gerade sowieso etwas schneller, also von selbst. Ich brauche eigentlich gar nicht beschleunigen. Wir helfen aber etwas nach, denn mit 60 km pro Stunde, naja, wer so ein bisschen zusammenzählen kann, der weiß, dass wir dann in 30 Minuten die Hälfte der Strecke zurückgelegt haben werden. Und die Hälfte von 60 ist bekanntlicherweise 30. Wenn also alles nach Plan läuft, sind wir in circa 30 Minuten in Dresden am Hauptbahnhof. So, ein bisschen mehr Zugkraft noch, dass wir auf die 60 auch raufkommen. Und ja, da wird die V60 heute mal im Streckendienst eingesetzt. Eine, ich glaube, Premiere sogar für uns hier im in Transam World 3. Bisher sind wir die meiner Meinung nach nur im Rangierdienst gefahren. Einmal auf jeden Fall auf der Strecke, genau, Tarant-Rampe sowieso. Das war sogar die letzte Tour mit der 363 in dem wunderschönen blauen Farbkleid. Und einmal sind wir sie auch gefahren auf der, ich glaube, Ruhrsieg-Nordstrecke zwischen Hagen und Finnendrop. So, wir haben die untere Zugart. Wir werden also auf 55 überwacht. Das heißt für uns, wir dürfen auch schön unter 55 runterbremsen. Na? So, wir gehen zur sicheren Seite. Und deswegen nehmen wir hier die 50 als Maß der Dinge. Wir hätten echt in der mittleren fahren sollen. Dann hätte ich es jetzt etwas angenehmer und muss nicht bei jeder Beeinflussung auf 55 runtergehen. Aber hey, komm, wir sind sowieso nur 60 km/h schnell. Da können wir auch so ein bisschen mit der Geschwindigkeit variieren. Und wir können es uns ja auch etwas einfacher machen, auch wenn das eigentlich nicht so gerne gesehen ist bei Zugfahrten. Aber wir können die Lokomotive auch, ja, mit der direkten Bremse eigentlich hier einbremsen. Also der Wagen hinten dran, der ist jetzt nicht so das große Gewicht. Ja, das bremst auch ganz gut. Das geht ganz gut. Wir müssen halt aufpassen. Wir dürfen die Lokomotive nicht überbremsen. Heißt, wir dürfen nicht so hart reinbremsen, dass irgendwie die Räder zum Stillstand kommen. Wäre das der Fall, hätten wir ein ziemliches Problem. Denn aus stillstehenden Rädern während der Fahrt resultieren Flachstellen. Flachstellen sind teuer. Nämlich aus dem Grund, weil man die wieder rausschleifen, rausfräsen muss. Auf der Unterflurradsatzdrehbank. Oder auf einer anderen Radsatzdrehbank. Aber in der Regel geschieht das Unterflur. Ich weiß gar nicht, ob man bei der V60... ob man die... die Radsätze einfach so drehen kann. Ja, das wird dann so ähnlich sein wie... wie schleppfertig machen. Insofern, dass die, die Mechanik dann überhaupt kann bei der... auf der Drehbank. Weil die muss ja dann so ausgelegt sein, dass wirklich alle drei Achsen frei drehen können. Alle drei Radsätze. Weil die sind ja so wunderschön verbunden über die Stangen hier unten. Das ist nämlich eine schöne Stangenlokomotive. Und bei Stangenlokomotiven, ja, da drehen sich eben die Achsen nur alle zusammen. Und zwar in der Regel mit gleicher Geschwindigkeit. Also es sei denn irgendwie die Schubstangen brechen die während der Fahrt weg. Das sollte aber nicht geschehen. Und ist eigentlich auch ziemlich unrealistisch, weil die sind, naja, wirklich aus massivem Eisen. Ich weiß nicht, ob das Guss ist, aber auf jeden Fall ist es sehr massiv, sehr, sehr stark, denn darüber laufen ziemlich hohe Zug- und Druckkräfte. Ah, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen die Leistung aus der Lokomotive rauskitzeln. Da geht's bergauf und wir wollen gerne die 60 beibehalten.
finde das auch so schön, dass wir einfach mal V60 im Streckendienst fahren können. Wie oft kann man das schon machen? Also ich kenne zwar auch V60 im Streckendienst aus der Realität, allerdings was waren das? Ich glaube, es war eine Überführungsfahrt damals auch. Allerdings mit einer einzelnen Lokomotive. Das war sehr unangenehm, weil die Fahrzeuge sind halt, die sind einfach nicht für den Streckendienst oder ja, für den planmäßigen Streckendienst oder irgendwas gedacht, sondern eben in der Regel für Rangiertätigkeiten, um Wagen in Bahnhöfen zu verschieben, zu rangieren. Verschieben ist ja nochmal, ja, Österreich dann, beziehungsweise verschieben kann auch heißen, das Wagen oder das Bewegen von Wagen per Muskelkraft oder anderen Hilfsmitteln, aber eben nicht mit Lokomotiven, so zumindest dann die Definition in Deutschland. In Österreich schaut das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Aber ja. Jedenfalls, die Fahrzeuge sind in der Regel nicht so schön gefedert, wie das meinetwegen bei einer modernen Euro-Dual aus Valencia ist oder bei einer schönen Trax-Lokomotive. Das geht halt etwas nostalgischer zu. Da sind, ich weiß gar nicht, bei der V60 West sind das Blattfedern. Sieht man da irgendwas? Ich kann jetzt so nichts erkennen. Aber also irgendeine gewisse Federung wird da schon da sein, aber eben keine allzu gute. Also man sollte keinen Reisezugwagenkomfort erwarten, sondern eher davon ausgehen, dass man da doch den ein oder anderen Schienenstoß etwas deftiger spüren wird. Aber das ist auch nicht schlimm. Das gehört einfach zu dem Feeling von so einer Rangierlokomotive dazu. Die V60 ist auch nicht die jüngste. Die hat ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und gerade das macht es eigentlich auch so schön, die Lokomotive immer mal wieder auszupacken, mit der Lokomotive hin und wieder mal zu fahren. Es ist halt einfach, ja, was anderes. Im Gegensatz zu so einer Drehstrom-E-Lok, die eigentlich, ja, alles abkann, sag ich mal. So eine V60, ja klar, die ist auch robust. Aber mit der sollte man etwas anders umgehen. Als zum Beispiel mit so einer, ja, Drehstrom-E-Lok. Also ich versuche auch gerade hier mal so ein bisschen eigentlich ein Mittelmaß an Leistung zu finden. Das geht aber gar nicht so richtig, weil wir müssen hier wirklich gerade mit voller Zugkraft arbeiten, damit wir bei den 60 km pro Stunde bleiben. Andererseits verzögern wir hier dann. Und das wollen wir ja nicht. So, wir müssen aber auch nicht die ganze Zeit angewurzelt da auf dem Platz sitzen. Wir können uns hier eine andere Position schnappen. Wir können auch mal ein bisschen in der Lokomotive herumgucken. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir haben hier drüben eben diesen modernen Fahrschalter. Normalerweise sind die V60er mit so einem großen Schaltrad bzw. einem Hebel ausgestattet gewesen. Jetzt muss ich selber überlegen. Ich glaube, zuerst kam das Rädchen. Oder warte mal, nee, mit dem Fahrhebel. Oh, ich werde jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall einen Handrad als Fahrschalter gab es bei den V60ern. Ob das jetzt die erste Version war, ob das die zweite Version war. Auf jeden Fall im Nachhinein kam dann diese Elektronikansteuerung, mit der es dann eben auch möglich war, das Fahrzeug über Funk, nämlich über eine Funksteuerung fernzusteuern. Die konnte sich dann der Rangiermeister bzw. Lokrangierführer zum Beispiel auch umhängen und dann damit ganz entspannt sich zum Beispiel auf den Umlauf draußen draufstellen. Und eben, Wagen aufdrücken, etc. Also eben einfach die Lokomotive fernsteuern. Wie ein ferngesteuertes Auto, was man halt von Kindestagen an vielleicht kennt. Je nachdem, wie alt man ist und je nachdem, ob man ein funkferngesteuertes Auto hatte oder nicht. Aber das ist, so ein bisschen wie ein großes funkferngesteuertes Auto. Allerdings eben mit Spurführung, also Lenken ist da nicht. Im Grunde genommen ist es eigentlich wie die Steuerung hier, eigentlich fast dasselbe Apparat. Man hat noch ein paar Zusatzknöpfchen für die unterschiedlichsten Funktionen, Hupen, Notaus und. Das Ganze ist auch insoweit sicher, dass wenn die Funkverbindung abreißt, dass das Fahrzeug dann automatisch zum Stehen kommt.
Also da brauchst du keine Angst haben. Das ist nicht so, dass dann da reihenweise die Lokomotiven über die Güterbahnhöfe rollen, wenn da, keine Ahnung, der Akku von dem Gerät leer ist oder so. Das passiert nicht. Keine Sorge. Das ist einfach als Rückfallebene eingebaut, dass eben diese Funkverbindung konstant aufrechterhalten werden muss. Dass da quasi ja, im Hintergrund immer Daten ausgetauscht werden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, ja, dann macht die Lokomotive was? Abbremsen. Ganz klar. Ja, ansonsten hier drüben eine Lokbremse, Führerbremsventil für die Zugbremse, also direkte und indirekte Bremse. Dann Leistungsansteuerung, Fahrschalter hier drüben, Vorwahl des Fahrstandes. Genau, Dimmschalter haben wir auch an Bord. Können wir nämlich das Lämpchen dimmen, wenn uns das zum Beispiel in der Nacht zu hell wird. Das gibt es bei einigen Lokomotiven, dass eben ja, Armaturen sehr stark leuchten. Gerade bei den bei dem Überwachungsleuchtmelder von der LZB. Da wird das gerne gemacht, dass man da irgendwas davor stellt oder davor hängt. Ist so eigentlich auch nicht üblich, sollte man nicht machen. Die ja, Anzeigeelemente sind eigentlich stets freizuhalten. Aber wenn es einen eben in der Nacht blendet, dann ja, wird gerne zu solchen Mitteln gegriffen. Dann ja, gibt es ja wirklich die kuriosesten Erfindungen auf Führerständen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ansonsten, was haben wir noch auf der Lokomotive? In der Mitte eben das Bedienpult, die Steuerkonsole. Da finden wir die Lichtansteuerung, also Signalleuchten. Können wir alle durchschalten. Vorbauleuchten können wir auch einschalten. Können wir uns auch mal angucken. Dazu setzen wir uns ganz kurz auf den Stuhl drauf. Schwenken mal mit der Kamera draußen. Dann warten ein paar lästige Frame-Ruckler ab und dann sollten wir eigentlich auch die Vorbauleuchten sehen. Ich meine, eigentlich sind im Trittstufenbereich normalerweise angeordnet. Also es gibt auch noch eine Triebwerksbeleuchtung hier unten. Die müssten wir auch mit einschalten können, irgendwo in der Mitte. Ah, hier genau, Triebwerksleuchten. Also gut. Motorlicht hat man hier gesagt. Ja, die Triebwerksleuchten, das sind eigentlich hier unten. Aber wieso leuchten die denn auch nicht? Haben wir da irgendwie noch einen Lichthauptschalter oder sowas? Also Batteriehauptschalter muss ja eingeschaltet sein, sonst würde hier gar nichts leuchten. Netzschalter ist eingeschaltet. Führerstandsbeleuchtung ein, Motorraumbeleuchtung, na vielleicht brauchen wir die noch. Die Führerstandsbeleuchtung, die lassen wir mal aus. Ja, oder funktioniert das einfach nicht? Kann ja auch sein. Also entweder funktioniert es nicht, ich finde es nicht, oder es war nie so vorgesehen. Also eins davon wird es schon sein. Sieht auch so schön aus. Die grau-weiße Lokomotive, beziehungsweise grau, hellgraue, graue Lokomotive mit dem knallroten Wagen hinten dran von DB Regio. So, dann geht es hier noch über den Viadukt. Genau, einmal mit der V60 in die Abendstunden hinein. Sieht richtig lustig aus. Die kleine Lokomotive und dann der riesengroße Wagen da hinten dran. So, was kommt denn da vorne? Eine Langsamfahrstelle, wenn ich es richtig sehe. Genau, mit Geschwindigkeitsprüfeinrichtung, die aber eigentlich nicht scharf schalten sollte. Genau, tut's auch nicht. Perfekt. Dann können wir die Zugkraft wieder erhöhen. Ah, das hat uns natürlich jetzt ein bisschen Geschwindigkeit gekostet, ne? Aber da sieht man auch mal, lustigerweise, wie stark wirklich die Geschwindigkeit gleich abfällt, wenn wir die Leistung irgendwie zurückdrehen. Weil wirklich, das war jetzt echt nicht viel. Das waren vielleicht 200, 300 Meter, wenn überhaupt, die wir da gerade im Leerlauf gerollt sind. Und dann ging es wirklich direkt mit der Leistung bergab. Nicht mit der Leistung, mit der Geschwindigkeit natürlich.
Ich meine, klar, wir haben ja auch einige Tonnen, die wir über die Schienen bewegen. Ja, wenn jetzt hier unten diese Unschärfe noch weg wäre, im Bereich der Radsätze, das wäre natürlich echt noch die Kür. Da würde das gleich noch einen ganzen Ticken besser aussehen. Also mir gefällt die Lokomotive auch einfach in dem Farbkleid extrem gut. Dieses, ich sag mal, DB-Rot, was man an den V60-Maschinen, V90 etc. ja wirklich schon zuhauf gesehen hat. Ja, das hat sich so ein bisschen, ich sag mal, ausgesehen. Das sieht zwar auch immer wieder schön aus, aber ja, es wirkt halt immer wieder so wie ein und dieselbe Lokomotive. Und wenn man dann so ein bisschen mal ja, auf andere Farbkleider, andere Farbgestaltungen der Lokomotiven schaut, da finde ich, kann man schon echt schöne Sachen finden, gerade bei den Rangierloks. Ob das jetzt hier das Farbkleid ist von Rail Adventure, was mir auch sehr gut gefällt, ist von der SETG, das grün-weiße Farbkleid. Das passt auch echt gut zu den Lokomotiven, gerade bei den alten Bundesbahnmaschinen. Das hat schon wirklich was. Dann, was gibt's noch? Ja, die alten Bundesbahnfarbkleider. Also hier dieses schöne, ja, Bordeaux-Rot, Kaminrot, was halt die Bundesbahn immer hatte. Oder Weinrot. Der genaue Farbton ist da. Also den genauen Farbton weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie der heißt, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist. Oder, ja, alle vielleicht nicht, aber ein Großteil der Zuschauer weiß wahrscheinlich, was gemeint ist. Na, 70 wollen wir aber nicht fahren. Ich glaube, 70 dürfen wir auch laut Geschwindigkeitstabelle gar nicht fahren. Genau, im Streckengang bei arbeitender Lok. Ach so, bei Beförderung mit fremder Kraft. Ach gut, das Wendegetrieben muss dazu auf Mitte stehen. Also wir könnten jetzt... Ich weiß nicht, ob das während der Fahrt so gut ist. Sonst hätte ich gesagt, nehmen wir das Wendegetriebe. Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen uns jetzt den Gag. Achso, man sollte natürlich Leistung rausnehmen. Nee, ich glaube, das macht die gar nicht. Wenn wir hier so lange bremsen müssen, dann nehmen wir wirklich... Na komm. Ah, nein, nicht so viel. Ja, die Bremsansteuerung, das ist wirklich ein bisschen knifflig. So, wir haben jetzt ungefähr ein Bar reingebremst, das Fahrzeug verzögert, ja. Es ist wirklich knifflig. So, naja, das ist wieder zu viel. Also in echt kannst du, da spürst du das halt schön, weißt du? Du kannst die Luft reinzwischen lassen, ganz entspannt. So, jetzt sollte es, na gut, jetzt sind wir wieder viel zu lang. Ach komm, jetzt löst mal ganz aus. Jetzt hat sich's. So, lassen wir sie wieder auf 60 hochkommen. Ich bremse jetzt mit der direkten rein, also sorry, aber... Das kann man einfach schöner dosieren. Und mit 1,2, 1,3, vielleicht 4 Bar sind wir da auch alles andere als überbremst. Das fängt die Lok ohne Probleme ab. So, komplett auslösen. Wir lassen die jetzt nochmal ganz kurz etwas schneller werden. Ruhig so auf 62, 63, weil hier vorne wird es jetzt sowieso eben. Oder beinahe eben. Das würden wir jetzt auch gleich hier unten sehen. Genau. 000. Und da passt es wieder gut zusammen. Geht so mal ein ganz kleines Stückchen bergauf. Ja, das ist so eben. Das wird hier gar nicht im Neigungsanzeiger erfasst. Ach doch, jetzt hier. 1,9.
sollten aber an der Stelle Promille sein und nicht Prozent. Auch wenn hier Prozent steht. Normalerweise werden eben Neigungen der Gradiente. Jetzt wird es mir aber viel zu steil. Ja, ich will auch nicht volle Bremsleistung. Dass da sofort volle Bremsleistung kommt, wenn man das kurz eintastet. So, das passt ganz gut. Ja, an der Gradiente wird ja immer in der Regel angetragen, wie ja, steil eben so ein Gefälle oder ein Anstieg ist. Und wenn das da nicht hinterlegt ist in der Simulationslogik, dann wird der auch, Beeinflussung. Dann wird das da auch nicht signalisiert werden. So, von daher passt es mit der Geschwindigkeit ganz gut. Wir können bei 50 gleich bleiben. Wir müssen aber unter 55 bleiben. Sonst haben wir ein Problem. Ah, jetzt fällt mir auch gerade mal auf. Guck mal. Hier oben gibt es noch die Anzeige mittlerweile. Wie lange man hat, bis man die Bremskurve eingehalten haben muss. Also vollständig. Bis eben die Zeit bzw. die Wegstrecke dann wahrscheinlich auch beim 500er abgelaufen ist. Genau, jetzt ist sie durchgelaufen. So, wir befreien uns. Dann können wir theoretisch wieder auf die 60 jetzt hoch. Zugbremse auslösen. Nach Möglichkeit eben nicht überladen, so wie das jetzt hier gerade geschehen ist. Wieso ist denn jetzt... Nein! Wir hatten uns doch befreit. Ich hab's doch sogar angesagt. Ja, das ist jetzt ganz kritisch, weil damit kriegt man Flachstellen rein. Aber, also du hast es doch gesehen, es ist auf Video, es ist aufgezeichnet. Ich hab frei gedrückt. Ja, komm, erstmal frei auflösen. So, dann landen wir im Wechselblinken. Aber ihr könnt es auch überall sehen, die 70 sind da. So, da zischt es erstmal ordentlich. So, sie rollt schon langsam los. Das heißt, alle Bremsen sind gelöst. Für uns heißt das erneut das Fahren üben und erneut anfahren. So, ganz wichtig, aus dem Wechselblinken auch nochmal raus befreien. Genau. Das war jetzt echt ein bisschen fies. Naja, aber dann haben wir auch mal gesehen, wie so eine Zwangsbremsung mit der V60 aussieht. Also ich gucke auch im Nachhinein nochmal rein, aber eigentlich, wie gesagt, ich habe freigedrückt, ich habe es auch gesagt, das hätte nicht geschehen sollen. Was natürlich sein kann, habe ich mich im Taster vielleicht verdrückt, dass ich nicht freigedrückt habe, sondern meinetwegen, keine Ahnung, wachsam oder frei, wachsam oder frei anstatt frei. Nee, wachsam oder Befehl. Da müsste ich nochmal gucken dann, aber eigentlich jetzt nicht, also, weil wachsam, frei, ja, eigentlich ganz normal. Okay. Wir setzen die Fahrt fort. Die Lokomotive läuft noch im Gleis. Wir haben die Spurführung nicht verlassen. Und da kommt auch schon was Schönes uns entgegen. Ja, dann landen wir natürlich direkt mal im Wald. Das war auch nicht geplant. 143 mit Dosto hinten dran. Sehr cool. So, wir fahren 60. Okay. So, Licht. Genau, Führerraumlicht wieder einschalten. Ah, nicht so viel. Löse aus. Sonst stehen wir gleich. Ja, wir sind auch leicht überladen. Okay. Also nicht überladen im Sinne von zu viel aufgeladen. Sondern die Leitung ist überladen. So, das dürfte dann gerade der Bahnhof von Edle Krone gewesen sein. Der Haltepunkt.
Hier gibt es, glaube ich, keine Weichen. So, das passt. Einmal die Rampe runter. Genau, edle Krone. Okay. Machen wir so. Und rein in die Lok. Denn das ist unser persönlicher Gegenstand. Und mit diesem persönlichen Gegenstand möchten wir gerne nach Dresden fahren. Und 90. Ausgelöst. Ah, wieder zu viel. Es ist wirklich ein, ja, ein Geduldsspiel in der Hinsicht, mit der Bremse hier ordentlich einzusteuern. Ah, was kommt denn da Schönes? Railpool mit einem leeren Autotransportzug hinten dran. Schön, da die gelben Handräder von der bodenbedienten Feststellbremse heraus leuchten. Kann man direkt sehen. War das keine 11.6-Tafel? Naja, auf jeden Fall keine ohne oder keine mit Beeinflussung. Wenn da eine war. Ich glaube, das war nur. Wir können ja mal ganz kurz gucken. War nur eine von hinten. Ja. Ich habe nämlich was Dreieckiges gesehen, aber wusste jetzt nicht. Ist die einfach nur dunkel eingefärbt oder kam das. Das Dunkle durch die Ansicht. Wachsam. So, auf 60 runter. Und für uns, weil wir in der unteren Zugart fahren, unter 55. So, jetzt möchte ich hier aber wirklich bitte zur sicheren Seite gehen. Und die Lokbremse leicht anlegen. So, die 50 können wir halten, das ist kein Problem. Das können wir auch auslösen. 1,5 Promille Neigung. Alles okay. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Thema Promillprozent. Ich hatte es eigentlich schon mal gesagt, was das bedeutet, beziehungsweise woher das kommt. So, hier, PZB frei. Stand jetzt da, ne? So, nochmal zur Vollständigkeit. 60 darf gefahren werden. Und den nehmen wir auch gleich wieder auf. Ja, nochmal ganz kurz zu der Thematik Promillprozent. Ich hatte es schon mal erklärt. Es kam auch von, ich glaube, ein oder zwei Usern. Dann nochmal der Kommentar. Eigentlich Usern zuschauen. Der Kommentar, dass das doch Prozent sein und nicht Promille. Promille sei wohl ein Alkoholwert. Das ist auch bedingt richtig, aber eigentlich auch nicht, weil Promille bedeutet einfach nur so viel wie Teil von einem Tausendstel oder Teil von Tausend, besser gesagt, aus mathematischer Sicht. Und Prozent ist eben ein Teil von 100. So, wenn man jetzt also von einem Bremsweg von 1000 Metern spricht, oder beziehungsweise einem, ja, anders mit dem Bremsweg sollte man das nicht erklären, aber, oder doch als Beispiel, ein Promille von 1000 wäre dann eben ein Meter, so, und ein Prozent von 100 wäre dann eben auch ein Meter, allerdings wäre ein Prozent von 1000 nicht 1, sondern 10, vielleicht, dass man das so irgendwie erklären kann, also am besten ist es eigentlich, wenn man das, ja, gelernt hat. Noch besser ist es, wenn man es nicht weiß und sich es anguckt. Also am besten irgendwie mal, keine Ahnung, wen es interessiert, der soll es mal schnell googeln. Machen wir es einfach so. Da muss ich hier nicht den Mathematik-Guru oder irgendwas spielen. Das ist jetzt auch nicht so komplex, sage ich jetzt mal. Vielleicht einfach ganz kurz als Merksatz. Promille ist ein Teil von einem Tausendstel und Prozent, ja, ein Anteil von 100.
Und es hat auch nicht zwangsläufig was mit einem Alkoholkonsum und einem Blutalkoholwert zu tun, wobei einige das eben vielleicht nur daher kennen, den Ausdruck Promille. Aber Promille ist nicht automatisch ein Alkoholwert im Blut. Das ist für den einen oder anderen vielleicht ein Trugschluss. Also ja, man gibt den Blutalkoholwert auch darüber an oder ermittelt den über diese Aussage bzw. über dieses, es ist keine Maßeinheit, aber es ist eben ein Tausendstel Anteil, der da eben im Blut gemessen wird. Man könnte das Ganze auch genauso in Prozent angeben, aber wenn man da schon von Prozent dann redet, das ist dann schon, eine krasse Leistung. Soll jetzt nicht irgendwie als Animation dienen, das zu schaffen. Davon rate ich sowieso ab. Aber das eben vielleicht so als den mathematischen Hintergrund dazu. So, wir sind gleich. Was heißt gleich in Dresden? Wir haben ein Drittel unserer Reise gleich abgeschlossen, nämlich von 30 Kilometern. Sind wir gleich bei 10 Kilometern. Man kann hier auch so wunderbar Rechenaufgaben draus machen, ne? Also, ich glaube, mit dem Satz habe ich jetzt ganz viele Zuschauer vergrault. Da werde ich dann sehen, ab, 20 Kilometern brechen die Zuschauerzahlen extrem ein. Es sei so gegönnt, aber wir wollen jetzt auch mit Mathe hier mal an der Stelle aufhören. Das ist hier nicht Sinn und Zweck. Wir wollen hier Eisenbahnfaszination haben. Klar, ein bisschen Mathematik gehört auch dazu. Genauso wie Physik, Elektrotechnik und. Das ist eben wie an vielen Stellen im Leben so, dass da nicht nur eine Disziplin aus der Schule zählt, sondern eben viele. Und wenn man die ganz gut kombinieren kann, dann kommt man im wahrsten Sinne des Wortes ganz gut durch. Sowohl durchs Leben als auch über die Strecke. So, da mündet was ganz Schönes ein, nämlich eine der Schmalspuren. Das ist auch sowas ganz Typisches für Sachsen eigentlich. Also so Schmalspurbahnen, die sind wirklich, also gerade in Sachsen sind die in einem so großen oder in einer so großen Häufigkeit anzutreffen, wie ich meine eigentlich nirgendwo anders in Deutschland. Das ist so ein bisschen das Paradies der Eisenbahnfreunde für die Nesenbahn, für die Schmalspurbahn. Also von der Bresnitztalbahn über Lößnitzgrundbahn etc. Da gibt es so viele schöne Sachen. Wir sind auch lange, fällt mir gerade auf, selber keine Schmalspur mehr gefahren. Wir könnten eigentlich auch mal wieder eine Runde Bauernwaldbahn, ich weiß nicht, HSB, wenn es da irgendwas aus dem Streckennetz schon gibt. Alles sowas könnten wir mal fahren. Ich glaube auch der Bresnitztalbahn, da gab es immer im Transmilitary Classic das Problem, dass die Strecke halt abgestürzt ist. Das war da immer nicht ganz so schön. Einmal nach Tarant. Das ist hier auch schön gelöst, muss ich jetzt sagen. Mit den Kameraperspektiven, da gibt es ja wirklich Lokomotiven, da irrt man mit den Kameraperspektiven in den unterschiedlichsten Ecken des Führerraums bzw. am Fahrzeug außen herum. Und hier hat man das wirklich ordentlich gelöst. Also es gibt einmal die Position rechts am Fenster, einmal die Position links am Fenster, die Position auf der Mittelkonsole und die eben auf dem jeweils aktuell ausgewählten Führerstandssitz. Sehr schön. Mehr braucht man eigentlich nicht.
Was vielleicht noch... Ja, gut. Was echt noch schön wäre, wenn man vielleicht in der Höhe eine Veränderung hätte, dass man einmal sagen kann, man landet vielleicht vorne näher an der Scheibe dran oder einfach, ja, mit dem Sitz einfach ein Stückchen höher. Aber das ist nicht so schlimm. So, da kommt was Gelbes. Aber da steht eine Kennziffer 11 drauf. Und das tangiert uns peripher. Vielleicht noch ganz kurz zur Lokomotive. Wir haben eine dieselhydraulische Lokomotive. Also hier ist nichts mit E-Bremse oder so. Uiuiui, was schüttelt die sich denn jetzt so? Haben wir da eine schlechte Gleislage oder... Also so ein Schütteln kommt eigentlich nicht durch schlechte Gleislage, sondern... Keine Ahnung, wenn du nur noch 2 von 3 Radsätzen hast. Oder eine von den... Uiuiuiui, also was sind das jetzt? Hilft da Sand? Nein, auch nicht. Was ist denn das? Ich habe das Gefühl, wir entgleisen gleich. Also, 100 darf gefahren werden, alles gut. Okay, jetzt ist es weg. Wir sind jetzt schon etwas langsamer mit 50. Geben wir mal wieder ein bisschen Zugkraft drauf. Das ist auch lustig hier, ne? Die Vorsignaltafel, die ist so unglaublich dünn. Leistungsregler, volle Leistung. Das fand ich auch mal total cool bei den älteren Generationen der V60-Serie, die eben nicht modernisiert sind. Mit dem, ich sag mal, runden Fahrschalter sah das immer so ein bisschen aus wie so ein Steuerrad oder irgendwas aus der Schiffsfahrt. Und da hat man dann so teilweise wirklich ein bisschen das Gefühl, dass man eben in einer Kabine von einem Boot ist oder irgendeinem Schiff. Und nicht so wirklich, ja, dass es eine Lokomotive ist. Also würde man einfach nur den Fahrschalter zeigen, das Rundrad. Wäre auch noch so eine Sache, wenn man hier zum Beispiel mit irgendwelchen Elementen, die, ich sag mal, die Sicht auf zum Beispiel Signale oder so blockieren, drauf zufährt, dass man da vielleicht, ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, aber eigentlich sollte es machbar sein, dass man die Lichter, dass man die nicht so, ja, ich sag mal, abrupt, so knallhart einfach einblendet oder ausblendet, sondern dass man da so ein bisschen, ja, so eine leichte Weichüberdeckung herstellt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel mal hier auf den Scheibenwischer guckt und wir dann jetzt gleich an ein paar Signalen vorbeifahren, dann ploppen die Signalbegriffe wirklich extrem stark auf oder auch bei Masten. Wenn die Masten die Signale verdecken, dann ploppt das immer so wie so Weihnachtsbaumlichter. Ne? Hier vorne haben wir es gerade auch so ein bisschen gesehen. Das schnellt so schnell auf, also... So, wir sind bei 55. Das Fahrzeug verzögert auch von selbst. Und jetzt zittert sie wieder, wie so ein Zitteraal. Ich glaube, wir fahren mal einfach normal weiter. Und lassen uns von dem Gewackel jetzt mal nicht beeinflussen. Wir sind ja schon genug beeinflusst. Mit der PZB. Komm, fahr die Prüfkurve ab. Ich möchte freidrücken. So, wir sind... Na, nein, wir sind noch nicht frei. Jetzt sind wir frei.
So, jetzt ist auch die Überwachung gelöst. Tausende waren nämlich noch nicht aus. Und dann Kanone. Einmal beschleunigen, bitte. So, also jetzt so nach der Schätzung müsste es ja zeitlich auch schon im Spiel 1940, 45 irgendwie sowas sein. Oh, 1952. Dann wird die Fahrt doch etwas länger als 30 Minuten. Naja gut, okay. Ja klar, durch das ganze Aufgerüst am Anfang mit dem Versuch, die Automatikkupplung gegen die normale Schraubenkupplung auszutauschen. Das hat schon mal ein bisschen Zeit gekostet. Dann die Zwangsbremsung. Das ein oder andere Mal sind wir auch etwas langsamer gefahren. Ich bin schon davon ausgegangen, dass wir das eigentlich innerhalb von 30 Minuten schaffen. Na gut, ist auch nicht schlimm. So, jetzt kommen hier schon die ersten Bahnsteige innerhalb Dresdens. Ich würde jetzt mal noch interessieren, wie die heißen eigentlich. Dresden-Plauen. Oh, schöne HL-Signale wieder. Finden wir eben auch auf der Strecke mit. Sehr, sehr schön. So, da vorne blinkert was. Das gefällt mir richtig gut. Ein gelb blinkendes HL-Signal sagt für uns, Weiterfahrt mit 40 oder 60 erwarten. Ach, das ist nicht für uns, oder? Doch, doch ist für uns. So, 40 oder 60 können wir ja auch wunderbar jetzt ausfahren, müssen aber trotzdem dran denken, dass wir in der unteren Zugart sind. Und sollten uns davon ja nicht veräppeln lassen. In dem Sinne, dass wir halt nicht über 55 fahren. Ohne uns vielleicht zu befreien oder halt na komm, jetzt ist gelöst. Ja genau, also ohne dass wir halt uns befreien sollten und nicht schneller fahren, beziehungsweise langsamer können wir natürlich auch machen, wenn eben 40 angedacht sind. Aber wobei, jetzt sehe ich es ja gerade auch da oben. Da steht ja sogar die erwartete Geschwindigkeit. Oh, ist das schade. Na gut, dann fahren wir trotzdem mal so, als wüssten wir das nicht und reagieren erst am Signal. Also ein bisschen ist halt der Plan, dass man bei 40 oder 60 erwarten, ja, nach Möglichkeiten, nach Bremsvermögen des Zuges, die Geschwindigkeit fährt, dass man eben doch noch auf die 60 beschleunigen könnte und eben so ein bisschen Fahrzeit rausholt, beziehungsweise eben aber auch rechtzeitig runterbremsen kann auf die entsprechende Zielgeschwindigkeit, so dass man dann ja, mit 40 zum Beispiel fährt. Ja, da wir jetzt sowieso wesentlich langsamer geworden sind, können wir jetzt erstmal auf die 40 wieder beschleunigen. Befreien tun wir uns nicht, denn wir haben eine aktive 1000 Hertz Beeinflussung zu erwarten. Und zwar in diesem Fall Weiterfahrt mit 40 wird uns angekündigt durch das untere gelbe Lämpchen, weil das gelbe ist, dürfen wir 40 fahren. Und das obere, weil das leuchtet, sagt uns Halt erwarten. Und deswegen heißt es auch für uns wieder wachsam drücken und den Tausender mitnehmen. So, Halt erwarten heißt für uns, wir fahren hier wahrscheinlich irgendwo auf eines der Abstellgleise. Und da möchte ich bitte besonders vorsichtig sein und den Kopf wirklich zum Fenster rausstrecken. Hintergrund ist der, ich weiß noch ganz gut bei unserer letzten Zugfahrt, da stand uns dann irgendwo plötzlich ein kleiner HL-Zwerg im Wege. Und die können doch eben mal ganz abrupt auftauchen, gerade wenn man sich hier nicht allzu gut auskennt. Ich kenne zwar die Strecke, ich weiß auch, wie man zum Hauptbahnhof kommt, aber wenn wir jetzt hier irgendwo auf einem Abstellgleis abgestellt werden, auch wenn da Dresden Hauptbahnhof Gleis 240 steht, wer weiß, wo uns diese Simulation hinführt. Das muss nicht wirklich da der Hauptbahnhof sein. So, da kommt es schon, wir müssen runterbremsen. Achso, wir sind sogar unter 20. Okay, alles gut.
Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie krass reinbremsen. Da sind wir schon immens langsam. So, aber es geht weiter. 40 erwarten und Halt erwarten. Die Anzeige finde ich echt ein bisschen lästig, weil irgendwie verrät die einem alles. Ich möchte ja eigentlich fahren nach den Begriffen, die ich am Signal sehe. Okay, es geht weiter als Rangierfahrt. Und beim Übergang von einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt ist bitte anzuhalten. Und das machen wir auch gleich. Und dann machen wir das auch so. Nach den mittlerweile neuen Regelungen, dass wir sogar die PZB sofort ausschalten. Wir rollen ans Signal ran. Ruhig noch ein Stückchen. Und da wir im Osten sind, geht es dann per RA12 weiter als Rangierfahrt. So, ich nehme nur die Lokbremse. So, der Karren ist gesichert. Der rollt uns nicht weg. Dann gucken wir mal hier rüber. Da blinkert es nämlich noch schön. Gleich nicht mehr. Steuerung und Numpad Enter. Und dann sollte es eigentlich ausgehen. Na, will nicht. Gut, dann machen wir das. Das wird eigentlich nicht gehen. Ja. Jetzt ist die Frage, wo haben wir denn die PZB hier? Wo haben sie uns den PZB-Schalter in der Simulationsvariante versteckt? Der ist nämlich in der Regel nicht da, wo irgendwie das PZB-Gerät ist. Was eigentlich hier oben ist. Beziehungsweise hier oben haben wir nochmal... Jetzt schüttelt uns die ganze Lokomotive hier durch. Ach komm, dann lassen wir die PZB sonst an. Wenn die sich nicht abschalten lassen will. Ach, wieso geht's denn jetzt? Wieso geht's denn jetzt? Aber gerade eben ging's nicht. Also ich habe genauso Steuerung und Numpad Enter gedrückt wie davor, aber okay. So, wir haben angehalten. Wir haben die PZB ausgeschaltet. Für uns geht's weiter als Rangierfahrt. Auch nochmal schön gucken, dass es RA12 leuchtet. Am Hauptsignal vorbei. Da brauchen wir jetzt wie gesagt auch keinen PZB-Befehl oder irgendwas drücken. Die PZB ist abgeschaltet. R12. Übrigens, bei Lichtsperrsignalen, ich glaube, das habe ich noch nie erwähnt, bei Lichtsperrsignalen im Osten, also im Gebiet der DV301, können Lichtsperrsignale mit zwei schwarzen Punkten am Mastschild auch nur ein, oder zeigen nur ein rotes Lämpchen. Im Gegensatz zum Gebiet der DS301, dort leuchten immer zwei rote Lämpchen. Es sei denn, eins ist irgendwie durchgebrannt oder so. Aber das schaut doch gut aus. Dann enden wir wirklich im Hauptbahnhof. Weil ich habe das schon so oft gehabt, dass da oben meinetwegen steht Hauptbahnhof oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, Güterbahnhof, Abstellbahnhof. Waschanlage, was weiß ich. Und dann sind wir trotzdem irgendwo kreuz der Quere rausgekommen. Nur aber eben nicht da, was da oben dran stand. So, und bei 500 Metern lässt sich das jetzt hier auch ganz gut abrechnen nochmal. Oder abmessen. Wir haben nämlich hier die wunderschönen Hektometertafeln am Rand. Und außerdem haben wir da vorne so einen türkisfarbenen Zylinder, der im Gleis steht, in dem wir anhalten müssen. Ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen. Dresden Hauptbahnhof. Die großen Hallen hier.
vollgefüllt mit Zügen. Oh nein, das ist keine Spielwarenabteilung. Ich finde irgendwie, wenn man sich den Dresdner Hauptbahnhof so aus der Ferne anguckt und auf Bildern den irgendwie so schaut, dann sieht das für mich immer so aus wie so ein richtig schöner Modellbahnhof. Also einfach mit den Hallen rechts und links, dann der großen Halle auf der anderen Seite mit den Stumpfgleisen drinne. Das ist so der ideale Bahnhof für eine Modellbahn. Wirklich. Der ideale Modellbahnbahnhof. So, dann versuchen wir jetzt mal unsere Zielbremsung. Aus dem Stehen und über das Führerbremsventil diesmal. Der Zug verzögert gerade sowieso von selbst so, dass wir, glaube ich, da vorne gleich stehen bleiben. Da brauche ich gar nicht groß einbremsen. Ja, komm hier. So. Na, ja. Perfekt. Wunderbar. Das war sie. Die Tour mit der V60 von Rail Adventure. Eine Beführungsfahrt. Und wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Einen schönen, freundlichen Kommentar, einen positiven Kommentar nach Möglichkeit unter dem Video. Wenn es irgendwelche Kritik gab, dann gerne auch ja, in freundlicher Form unter dem Video äußern. Ich sehe zu, was ich tun und verbessern kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in allerspätestens 3 Tagen um 14 Uhr hier wieder auf dem Kanal. Ich wünsche dir allseits eine gute Fahrt, mach's gut und bis zum nächsten Mal.